Ja. Erst mal die Bremse. Ja, haben wir uns hier. Gott. Was ist denn jetzt da? Gut. Ist ja, man kann wohl. Ja, da unten drinnen, da sieht man es, unter dem Nebler. Die sitzen. Ich will mal gucken. Ich will mir mal meine Matte holen. Wow. Oh. Ich will mal schön ein bisschen hinlegen. Okay. Mal wieder zumachen hier. Das wohl ab. Eine Schraube. Einfach abmachen. Das ist wohl nicht so einfach wie gedacht. Keine Ahnung, wie das rausgeht. Blendet. Ist ja irgendwas, aber. Ah, jetzt kommt sie. Okay. Jetzt haben wir sie. Okay, die ist einfach nur. Einfach nur gesteckt. Da unten ist die Hupe, da ist er. Da hängt sie, wisst ihr? Ich glaube, ich hole mal ein bisschen einen Rostlöser. Da sieht man die Hupe. Verrückt. Sieht das aus? Hätte ich mir anders vorgestellt. Auf jeden Fall sieht man ja dieses Ding. Ist da so dran. Dann muss man hier so dran gehen, da dann die Nase und dann abmachen und dann sieht man es schon. Da dann die Hupe ist, das runde Ding da. WD-40, WD-40. Gucken. Ja? Gute Alte. Da haben wir unsere Werkstatt an hier oben. Interessant, ne? Also ich werde das hier abschrauben. Ja. 10er Nuss, wie es aussieht. Nee, ist 10. Daneben liegt jetzt irgendwas, das Ding von der Hupe. Geh mal mit der Hand runter, ja. Okay. Da, du hast gerade berührt. Da. Ach, für eine Halterung oder irgendwas. Du musst geschraubt irgendwann. Halterung, sieht die neue aus. Ist da oben verschraubt, oder? Nicht kaputt machen. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, kann man den Nippler mal weg. Einfach ganz entspannt reinstecken. Damit nehmen wir Bohrma. Wir haben eine Winkelbohrmaschine dabei. Das ist schlecht. Wollen wir mal versuchen. Moment. Let's look, mach mal Licht. Ja. Das geht ab. Na, da sieht man's. Das hat gewirkt. Für die 40 ist funktioniert. 5 bis 10. Ah, warte mal ab, es ist ganz. Einer habe ich dabei. Oh. Einer. Ah, das ist natürlich wieder heftig hier oben, weil es oben noch so verrostet ist. Man kann halt von unten nicht. Eingreifen. Ja, halt. Oh, richtig schöne Sache. Richtig geil. Aber. Na komm. Ehrlich?
jetzt kann ich das. Ja, ist ab. Ah, das jetzt. Ja, hier ist er ab. Richtig verkabelt. Da, das Ding. Ist die neue auch dran. Hm. Wir sehen es erst ab. Hier in Italien. Gute Sache. Aber gut korrodiert auch. Aha. Und ein bisschen Kontaktspray reinballern. Naja, kein Wunder, dass sie nicht mehr funktioniert. Schaut es euch an. 12 Volt. Alter, guck dir die Stecker an. Dann siehst du auch, warum sie nicht geht. Da sieht man das Problem. Oder auch nicht. Ja, doch jetzt. Komplett vergammelt, korrodiert. Okay, die Hupe passt nicht. Oh ja, gib mal her. Komm mal weg, Frieda. Ich muss einfach mit dem Befestigungsmaterial. Das mir aber auch nichts nützt. Weil ich das jetzt passt die jetzt doch nicht. Nee, die ist von der Schraube ja zu klein oder zu groß. Die Schraube ist. Passt da nicht rein. Da müssen wir erstmal. Da bohren wir erstmal ein größeres Loch rein. Es muss also gebohrt werden. Wir sehen uns dann beim Bohren. Eine M6 und da einmal eine M8. Sieht man ganz eindeutig. Das heißt, es muss gebohrt werden. Schauen wir mal rein. Passt noch nicht. Jetzt wird das erste Mal die Hupe getestet. Oh, die Hupe ist jetzt drin. Nebler wird wieder eingebaut. Wir sehen uns. Hier sehen wir übrigens das Teil, was wir jetzt reduziert haben. Plastikteil. Das bringt schon viel. Schon eine gute Sache. Armer Papa. Danach werden wir mal gucken, was die Wassertemperaturen in den Thermenbecken sagen. Wir sehen uns dann, wenn es fertig ist. Wir sehen den großen Thermaltest durchführen. Wassertemperaturtest. Den Rest kennt man ja, einfach hier reinschrauben, Ding wieder dran, backen und fertig.